He offered to. He enjoyed it out. And he behind Gorubia. Wie ist das passiert, Mozart? When I fought with Yufka, she enjoyed it out. And really good. Gloria. Sie an Elfa war Nino an Elfa. Linda Tufka. She enjoyed it out. And she behind Gorubia. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Was ist denn da passiert? Wir sind gerade hier nur auf dem Weg zur Startrampe, zu den Docks gewesen. Und dann kam plötzlich dieser Anruf hier. Ach du Scheiße. Wo haben die sich denn versteckt? Die waren doch hier direkt gegenüber im Raum, ja, im Flur, sag ich mal. Im Großen. Tja, wollen die anscheinend dick auf die Fresse haben. Ja, ich schicke mal mich voraus hier. Ja. Da sind sie doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht denn hier ab? Das ist ja mega heftig. Ich würde sagen, wir aktivieren das mal unseren Kampfschild hier oder Nahkampfschild. Wie auch immer, den Druiden, den kann ich mal plätten. Jawohl. Na los! Und er kann, wenn sie mal. Moment. Was mache ich denn hier? Irgendwas Geiles. Machbarriere oder Kampfmeditation. Genau, Kampfmeditation kann sie machen. Ja, los! Und mal alle heilen jetzt hier. Das ist ja heftig, ey. Wie schnell wir jetzt schon total viel Leben verloren haben. Los, gib ihm doch! Aber mit Unruhe natürlich. Was soll denn der Quatsch? Ja, los! Oh, die beiden sind ein Level auf, das ist egal. Dann gebe ich den eben mal. Nein, ach, dann mach doch, was du willst. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Das wird uns nicht lange aufhalten. Ja, das glaube ich auch nicht. So, wenn es so lange aufhalten wird, so. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Oh, das klappt ganz gut. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Das fehlt und wir ballern ihm ordentlich. Ja, geil. Wunderschön auch. Wir haben da noch ein paar Blasterschüsse. Ich glaube, wir sollten schnell weitermachen. Aber hier sind noch viele Überreste. Könnte noch irgendwas Wertvolles dabei sein. Will ich natürlich hier nicht einfach weglassen. Was hat sie denn? Hallo? Hallo? Überreste, Überreste. Kacke. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er hier? Was ist mit ihm hier? Was? Es geht nie ab. Hallo? Empfang. Du verdammt Elfa. Wo ist sie dann, Elfa? Sie dann, Elfa, war die noch an Elfa. Linda Tufka. ja. Wir wissen ja schon, wo die beiden sind, also brauchen wir nicht weiter rumfragen. Das dauert eh noch ein bisschen. So. Würde eh zu lange dauern. So, da hinten sind sie. Ja, wie machen wir das denn? Ich glaube, ich meuchle erstmal den hier, der direkt hier an der Tür steht. Ja. Ah ja, eben habe ich jetzt hier zwei Waffen gegeben. Das sieht vielleicht geiler aus, dachte ich mir. So. Ja, da will derbe Stromschüsse haben, kann das sein? Klapp. Gerettet? Was? Wieso das? Wieso gerettet? Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt gib ihn doch mal los. Ja, ganz genau so. Und er will auch Stress haben? Ja. Oh, ich bin gleich tot. Das, ich glaube, ich sollte mich mal heilen lassen hier. Ja? Los! Wieso machst du nicht mal irgendwie was wie Angst? Genau, Angst ist doch geil. Jetzt gib ihm! Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Das ist ein dreckiger Typ von der Exchange oder von der Checker Corporation, was auch immer. Das Spiel laggt auch noch, ey. Ich glaube, ich spinne. Gib ihm doch mal. Jetzt. Ja, genau so. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Ja, ich bringe den mal hier zum Schweigen. Der sagt ja auch so viel. Geil. Wir haben echt keine Chance gegen uns jetzt hier. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Super. Oh, jetzt sind wir sogar eine Stufe aufgestiegen. Gut, dann würde ich mal sagen, gucke ich mal, dass wir auch unser Charisma hochkriegen oder unsere Überredungskunst. Naja. Ansonsten noch ein bisschen mehr auf Reparieren. Ja, gut. Gut, gut, so machen wir das dann. Kräfte, was haben wir denn hier noch so? Ja, Machtschrei. Wir werden wieder gezwungen, Machtschrei zu erlernen, was ich aber gar nicht will. Ich will ganz einfach. Ich würde mal sagen, wir verstärken unsere Fähigkeit, Machtschuss zu Machtwirbelsturm. Können wir jetzt hier machen und annehmen. Und die anderen beiden, oh je. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das alles nach empfohlen. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Was? Sie will Unruhe erlernen? Tja. Das will ich aber sehen.
Wie wär's denn mal mit Duellieren? Ja, die kann ja eh nur Einheitswaffen führen, deswegen wäre das vielleicht besser. Erstmal daran auszubilden. Yes. Und bei Kräfte einfach betäuben und wiederbeleben. Ja, geil. Kannst auch mal Tote wiederbeleben hier. Etten, Schleichangriff. Was hat der noch hier? Sicherheit, Tarnung, Sprengstoffeinheit, ja. Kein Problem. Hä? Nochmal was? Ach komm, ich nehme doch einfach hier automatisch. Automatischer Levelaufstieg. Das ist mir dann doch zu doof. So, und dieser Moza ist anscheinend hier im Pflanzenraum oder im Vivarium. Genau hier. Ach, jetzt, oh, jetzt ploppen die hier auch noch auf. Wie kommen die denn hier hin? Hatten die Tarnfeldgeneratoren da? Boah. Woher gammel ich rum? Ach ja, wir sind noch hier im Raum. Das ist natürlich schön. Gib dir mal ganz schnell hier, bevor Eltern die Luft ausgeht. Schnell! Ist mir jetzt zu doof. Ich nehme eine dicke Schalldetonator. Muss ich einfach mal hin. Der macht ja gar nichts. Okay, probiere ich mal. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Na los, macht den Sturm. Mal sehen, wie das funktioniert. Ja. Es funktioniert sogar. Geil. Oh nein, jetzt habe ich aus dem 3 gedrückt, also Splittergranate. Naja. So, nochmal wacht den Sturm los. Ah, jetzt kann Kreia mal ihre neue Fähigkeit einsetzen. Wiederbelebung. Ja? Los, zack, was du kannst. Ja. Cool. Geile Sache. Das hat man bei Kotor 1 noch nicht. Konzentriert euch. Konzentriert euch. Und mach den Typen jetzt Platz. Ja, dann haben wir es doch. Und beenden wir es. Yes, nein, komm noch einmal. Ja. Oh, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte hier. Das ganze Gemetzel. Nice. Nein, der eine ist schon weg. In den Boden versunken. Ja, reden wir mal mit Mozart. Ist er erst nicht hier? Hä? Hallo? Ach, da ist der. Gar nicht gecheckt. Wenn du ihn hast, rief sie dann, Elfa. Abuelta. Nee, ich bin schon unterwegs. Sie dann, Elfa, war die Nova, Elfa, Linda Kufta. Aber lass das nicht zur Gewohnheit werden, nein. Wiedersehen. So. Dann aber ganz fix, ganz fix. Dorthin. Oh, Kreia darf mal hier Ed ein bisschen heilen. Ja? Ich mal sagen. Ja, Moment. Na, dann wollen wir mal. Mit dem Zugangscode können wir jetzt endlich Toto Habat retten. Hoffe, der lebt noch, aber was wollen die? Wollen die einfach hier die ganze Etorianer abmetzeln oder was? Es sind nur noch 3 übrig, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ne, den Typen am Empfang sollte man noch mit zählen. Und jetzt, Toto Habat, werdet ihr gemeinsam mit eurer Herde sterben. Das geht mich nichts an. Ich wurde engagiert, um einen Auftrag zu erledigen. Wenn ich euch umgelegt habe, habe ich Feierabend. Das mag sein, aber nicht heute, Etorianer. Hm? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Na gut, dann werden eure komischen Beschützer eben auch sterben. Ich glaube, wir wollen derbe aufs Maul. Das gibt's ja nicht. Lass die Etorianer frei, der hat immer gar nichts getan hier. Das gibt's doch wirklich nicht. Und jetzt trifft doch mal und macht die Olle platt hier. Sieht zwar heiß aus, aber nicht so heiß wie ich. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Zah. Ja, geil. So, den Söldner kann ich mal ordentlich einen Machtwirbelsturm verpassen. Nein, will er nicht. Nochmal. Ja. Stimmt. Und die Olle. Was machen wir denn hier? Ich habe ja sonst nichts anderes an Machtkräften. Komm, so einen sexy, starken Angriff kann ich nochmal machen. Ja! Yeah. Der rumwirbelt. Nein. Ich meine eigentlich, Moment. Den ich auch nicht. Nein, die wirbelt manchmal so ganz sexy rum. Ach, kommt gerade nicht, egal. Machst du Platz? Ja, genau den meinte ich. Yeah. Flap. Wieso verfehle ich die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht. Checker Corporation? Sidon Gelfa, Fabuelta. Sidon Gelfa, Inuga Gelfa, Linda Kufta. Sidon Gelfa, Inuga Gelfa, Linda Kufta. Wenn du das, Sidon Gelfa, Fabuelta.
Elfa. Fidan Elfa war Inuba Elfa. Linda Kufna. Ja, kein Problem. Ist schon in Ordnung, Chodo, aber jetzt muss ich los. Fidan Elfa war Inuba Elfa. Linda Kufna. Die Erfahrungspunkte waren es mir eigentlich schon wert. Auch ich habe es gespürt, mein Lord. Eine Störung in der Macht. Man ist nur es ließ sich nicht leicht erkennen, mein Lord. Zuerst war es so leise, dass ich es nicht bemerkte. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht schon immer da war. Ob ich es nur vorher nicht hören konnte. Das Geräusch hat sich langsam aufgebaut, aber wenn man darauf achtet, hört man es selbst im Rauschen des Universums. Denkt ihr, es ist eine Bedrohung? Ihr seid die Dunkelheit, der alles stirbt, mein Lord. Alles Leben existiert, um eure Macht zu nähren. Und mein Leben? Es gehört euch. Ich flehe euch an. Bitte, lasst mich sterben. Ja, diese Störung schwingt in der Macht nach. Ich kann sie zu ihrem Ursprung verfolgen und sie zu euch bringen. Ich breche sofort auf, mein Lord. Wow, wow, was ging denn da ab? Oh je, dazu sage ich jetzt einfach gar nichts. Könnt ihr euch selber denken, was das zu bedeuten hat oder was da auf uns wartet. Ich werde mal sagen, wir sehen uns an den Docks wieder. Bis gleich. Nein, wer ist denn da? T1N1 und B4D4. Geil. Was meinst du mit Blödklotzen? Hey, es ist nicht meine Schuld, dass sie dich so klein gebaut haben. Ja, nicht das erste Droidenpaar, was gemeinsam durch die Galaxis reisen will. Oh, hallo. Was für eine Überraschung. Was machst du hier? Mein Gefährte und ich erwarten ein Schiff. Ein Schiff? Wohin? Nar Shaddaa, glaube ich. Es war das Ziel, das wir am einfachsten buchen konnten. Was, wollt ihr einfach abhauen? Ja, wenn Sie es so sehen möchten. Ich würde Citadel lieber auf legalem Weg verlassen, aber das ist im Moment leider nicht möglich. Ja, ich gehe dann jetzt. Können Sie ruhig machen, wenn Sie wollen. Vielleicht sehen wir Sie dann da wieder, falls wir hinkommen. Mhm. So, wo ist denn jetzt hier unsere Landebucht? Oder wo dockt hier unser Schiff an? Oder das Shuttle, was uns zur Sanierungszone bringt? Ich glaube, wo steht denn das hier? Bla bla bla. Landebucht 2. Landebucht 2 ist... Toll, hier ist überall Landebucht 2. Oder meint ihr direkt das hier? Nee, das müsste jetzt sein hier. Bucht 2, Luftschleuse. Nein. Willst du mich verarschen, oder? Hallo, Chodo Hapa checkt mich. Ich will mit einem
Orbital-Shuttle nach RZ-0031 auf Telos reisen. Fidan Elfa war Inuman Elfa, Linda Kufta. Ah, Wunderbärchen. Gut, dann einfach mal hier rein. Flupp. Und, ach, das ist dasselbe. Dasselbe Bucht, wo wir auch den einen Töter überführt haben. Glaube ich auf jeden Fall. Oder die sehen einfach alle gleich aus. Keine Ahnung. Na komm, dann geh mal hier rein. Wo auch immer es reingeht. Ach, da hinten, alles klar. Dieses Orbital-Shuttle bringt Fracht und Passagiere von der Citadel Station zur Oberfläche von Telos. Ja. Ja, los, flieg los. Ja, Frachter zur Restaurationszone 0031 nehmen. Hier spricht Admiral Seed von der Sojourn. Willkommen auf Telos, Admiral. Ich bin Lieutenant Gran, Telos Security Force. Wir warten schon eine ganze Weile auf Sie. Wir wurden auf dem Weg hierher aufgehalten. Ich hoffe, das ist kein allzu großes Problem. Aber nicht doch, Admiral. Wir sind froh, dass wir helfen konnten. Aber ich fürchte, was ich Ihnen jetzt gleich sage, wird Ihnen nicht gefallen, Admiral. Was gibt's? Die Zeugin des Peragus-Zwischenfalls ist entkommen. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte und haben die Verfolgung aufgenommen. Verstehe. Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, Lieutenant. Die Republik hat ohnehin beschlossen, den Verbannten nicht zu verhaften. Der Verbannte? Dann... Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass Sie Ihre Sicherheitsprobleme in den Griff kriegen, Lieutenant. Verstanden, Admiral. Ich schicke Ihnen jetzt den Anflugvektor. Gran, Ende. Alle Mann festhalten. Wir setzen in ein paar Sekunden auf. Festhalten. Gleich wird's ein bisschen ungemütlich. Schön, dass Sie wieder da sind, General. Mein Kopf fühlt sich völlig zerrissen an. Ganz ruhig. Ihr habt einen spektakulären Absturz überlebt. Zum Glück war ich hier und konnte euch und eure Freunde aus dem Shuttle befreien. Sonst wird ihr wohl verbrannt, aber das ist nur gerecht. Ich schulde euch weit mehr, General. Was? Wovon redet ihr? Ihr steht offenbar noch unter Schock. Ich fürchte, dass ihr durch den Absturz euer Gedächtnis verloren habt. Schade, dass sie kein Droide ist, was? Wir können nicht alle so viel Glück haben. Erinnert ihr euch nicht, General? Ich war im Iridorianischen Mechanikerkorps, auf Malachor, Baodur. Ihr habt mich also vergessen. Na, kein Wunder. Ich war der Einzige. Wie der Einzige? Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Denkt nicht zu sehr darüber nach. Ich würde nur ungern über den Krieg reden. Wir haben auf Malachor ziemlich viel erlebt. Vielleicht haben wir ja alle ein paar Dinge verdrängt. Das ist einer unserer Vorteile gegenüber Droiden. Die können nichts verdrängen. Andererseits, man muss nur ihren Speicher formatieren. Und schon erinnern sie sich an gar nichts mehr. Tja, wie geht es den anderen? Denen geht's gut. Der Pilot ist so gut wie unverletzt. Und die alte Dame? Naja, sie ist zäher, als sie aussieht. Wisst ihr, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehe, General. Die Galaxis ist ziemlich groß und hier hätte ich euch bestimmt nicht erwartet. Deshalb wüsste ich zu gerne, was ihr hier macht. Ja, man sagt mir, dass ich mein Schiff hier finden würde. Tja, wenn euer Schiff in einem ähnlich schlechten Zustand ist wie das hier, werdet ihr kein Glück haben. Oh, Mann. Ich fühle mich wie bei meinem letzten Trip nach Telos.
Seid ihr damals auch mit einem Shuttle abgestürzt? Nein, in einer Kantine. Ich muss sagen, ich habe schon sanftere Landungen erlebt. Vielleicht sollten wir in Zukunft auf die Dienste eines richtigen Piloten zurückgreifen. Ihr könnt mich mal, Kreia. Wenn ich nicht so ein verdammt guter Pilot wäre, wären wir in den Schild oder in eines dieser Felsgesichter gedonnert. Soll ich mich über unsere momentane Lage jetzt auch noch freuen? Tja, hätte wirklich mal irgendwie den Blastern ausweichen können oder sowas, aber nun gut. Ja, was hat uns abgeschossen? Mann, hier dürfte niemand sein außer dem Forschungsteam der Chaka Corporation. Dass die sich nicht freuen, uns zu sehen, war klar. Aber gleich schießen? Ich lass mich doch nicht von einer Horde Forscher abknallen. Aber wisst ihr was? Ich habe einen Geschützturm gesehen, als wir über den Komplex geflogen sind. Wozu braucht eine Forschungsstation einen Geschützturm? Vielleicht machen die hier irgendwas Illegales. Ich habe schon ähnliche Piratenbasen gesehen. Okay, gehen wir. Wir müssen unser Schiff finden. Ich kann euch bei der Suche helfen. Immerhin habe ich Zugriff auf das Schildnetzwerk. Ich wollte eigentlich euer Schiff reparieren, aber dieses Wrack kann nicht einmal ich retten. Gut, was machen wir denn dann jetzt? Wir müssen zurück zum Gebäude. Die alte Forschungsstation der Itorianer ist jetzt ein Sammelpunkt der Schrottsammler. Das wird nicht einfach. Wie, warum nicht? Weil ein Söldnerteam nach mir sucht. Wenn die Chaka Corporation das Gebäude sichert, werden sehr viele von ihnen dort sein. Außerdem wimmelt es dort von Kennox. Was sind Kennox? Gefräßige Raubtiere, die die Itorianer von Duxun importierten. Sie sollten die Pflanzenfresser in Schach halten. Ah, toll. Ja, und deswegen sehe ich hier wahrscheinlich auch keine Pflanzenfresser. Die Kennox haben alle gefressen. Seitdem fressen sie alles, was sie finden. Uns eingeschlossen. Ohne die Itorianer, die über das Gleichgewicht des Ökosystems wachen, bricht hier alles zusammen. Die Chaka Corporation tötet das Sanierungsprojekt, Stück für Stück. Scheiße, naja, dann müssen wir mal gehen. Das ist der Plan. Yes. Ah, seht euch das Wrack an, Edson, hast du gut gemacht, ey. Boah, du Arsch. Nein, ein Aufklärungsdruide. Scheiße, der hat uns gesehen. Baudu hat sich der Gruppe angeschlossen. Er ist in der Lage, Energiefelder zu erzeugen und zu zerstören. Setze seine Spezialfähigkeit ein, um feindliche Energiefelder zu stören. Wunderschön, gut. Ich würde mal sagen, Edson, piss dich, du hast verkackt bei mir. Ja. Und Baudu kommt rein, alles klar. Ja. Super. So, Baudu hat natürlich hier... Was ist los? Was? Kraya ist weg? Nein, ich wollte... Ah, kacke. Ich wollte Edson eigentlich weghaben. Das ist eine Scheiße. Kann ich das noch umändern? Ich glaube schon, oder? Ah, so. Viel besser, ja. Gut. Gehen wir. Ich wollte erstmal Baudus Remote vorstellen. Bibi. So ein kleiner schwebender Droide. Der, glaube ich, auch heilen kann oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Ding drauf hat. Ist auf jeden Fall ein kleines lustiges Dingsbums. Bessere Beschreibung kann ich jetzt gerade nicht liefern. Ja, und Baudur ist der Techniker schlechthin. Kann alles mit seiner dicken Stahlfaust da tätowieren. Ja, guckte mal an. Sein Arm ist komplett weg. Ja, sein Unterarm. Hat er wahrscheinlich im Krieg verloren, weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das wird er uns vielleicht noch später erzählen. Ja, ich werde erstmal hier bei Empfohlen weitermachen. Reparieren, Bewusstsein und Computerkenntnis. Das sind natürlich sind seine Spezialgebiete. Obwohl Sicherheit würde ich vielleicht dann doch eher vorziehen. Und Sprengstoffeinheit, ja. Als, was war das andere? Bewusstsein. Nee, Bewusstsein braucht er, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Den Rest, das hier mache ich nochmal manuell. Um zu gucken, was er so für Talente hat. Aha, Geschicklichkeit 11, ja. Intelligenz 15, ja. Er ist wirklich der Schlauste hier. Schlauer als Edson. Das mache ich mal doch auf Empfohlen. Und bei seinen Talenten können wir jetzt mal gucken, was kann er denn? Duellieren, genau. Duellieren müssen wir auf jeden Fall machen. Weil er, glaube ich, am besten kämpfen kann, wenn er keine Waffe trägt. Also mit seiner Einhand. Einen Hand kämpft. Glaube ich jedenfalls. Sicher bin ich mir gerade nicht. Gucken wir mal. Kann ich ihm überhaupt was geben? Ich glaube. Ich kann ihm ein Vibro-Schwert geben, aber das bringt es, glaube ich, auch nicht wirklich, oder? Ich lasse ihn erstmal mit seiner Hand kämpfen. Damit kann er ordentlich zuschlagen, ja. Da hinten sind, glaube ich, auch schon erste Kennox. Gucken wir uns die mal an. Oder? Ja, ist ein Kennox. Ja, greif mal einen Schildbrecher. Aha. Los! Ja! Bam! Guck volles Hund aufs Maul. Ja. Also Baudu halt ordentlich drauf. Bam! Ich weiß gerade nicht, wie er im Vergleich zu den anderen, wie stark er im Vergleich zu den anderen ist.
Wenn sich einer noch mit Baudu auskennt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, was man geben kann. Ansonsten gucke ich jetzt mal im Internet nach, ob es richtig so ist, um gar nichts zu geben. Das Spiel ist einfach viel zu... Ich habe das Spiel vor so langer Zeit gespielt, dass ich gar nicht mehr wissen kann. Ja, mein Gedächtnis ist leider nicht so gut, als dass ich mich an sowas erinnere, an solche Kleinigkeiten. Ja. Schöne Aussicht hier. Ach, hier sind diese Energiefelder. Ja, wir wären fast reingestürzt. Das wäre natürlich unser Untergang gewesen. Söldner, verdammter Mist. Der Wachtdruide muss uns geortet haben. Die haben vermutlich nach mir gesucht, als sie euer Schiff abstürzen sahen. Ja, scheiße, ey. Nur wegen dir werden wir jetzt hier hops gehen. Du Arsch. Ja, wie machen wir das denn? Ich würde sagen, Splittergranate hinwerfen, oder? Sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Ja. Alles klärchen. Ja, noch nicht dahin. Ach, verdammte Kacke. Ich wollte eigentlich da rechts, aber... Nun gut. Oh, jetzt haut der Droide ab. Oh, nee, jetzt kommt er hin. Komm her. Bringen wir es hinter uns. Macht ihn kalt. Oh, sollten wir unsere Schilder aktivieren, würde ich sagen. Gehen wir. Oh, Baudu hat gar keine Schilde. Yeah. Nein. Aber er hier. Du kannst jetzt auch noch Droiden. Bam. Yeah. Boah. Richtig aufs Maul. Hat Baudu. Baudu hat noch nicht mal eine Rüstung. Auch ich bin so ein schlechter Kamerad. Ich kann ihm auch hier, glaube ich, direkt mal. Die Synagar den Kriegsanzug hier geben. Sieht wahrscheinlich nicht schlecht draußen drin aus. Oh, Sicherheitsgeschirr. Ja, klar. Isolierte Handschuhe. Rettungshilfe für alle. Komm, ich gebe ihm mal die Tares-Überlebenshandschuhe. Und das Refleximplantat. Und hier noch ein paar Energieschilde. Ja, kann ich schaden wohl. Ja, daran sieht das sexy aus. Geil. Nein, ich bin gleich tot. Was ist das hier für ein Scheiß? Heil mich doch, die Olle. Scheiße. Ja, das müsste jetzt aber eigentlich... Ich erledige das. Oder? Ja. Flap. Ja. Das ist mir jetzt zu doof. Das ist mir einfach zu doof. Ich will einmal richtig kloppen hier. Oh, die verbesserte Unruhe. So muss jetzt klappen. Ja, aber ich treffe einfach nicht oft genug. Ja. Das ist irgendwie total scheiße. Vielleicht sollte ich doch erstmal vorerst auf zwei Waffen verzichten und lieber nur eine tragen. Ja. Meine Trefferchance ist natürlich jetzt nicht, auch nicht so hoch, aber trotzdem höher als gerade eben noch. Ja. Das ist doch viel besser. Super. Superbike. Oh, wir können die Superbikes hier. Ah, die Steuerung dieses Fahrzeugs ist codegesichert. Die sind ja beknackt. Wollte ich mir nur mal eben das Superbike ausleihen und dann sowas hier. Macht Lanze. Macht Lanze, okay. Da muss ich gerade an irgendwas anderes, an den Film anderthalb Ritter denken. Oh, darum heißt du also Lanze. Ach ja, das ist die Machtlanze. Yes. Yes, yes, yes. So, was war da denn hier um die Ecke? Noch ein Wachtdroide. Oh. Die Söldner versuchen uns mit den Droiden zu orten. Bestimmt ist noch eine Patrouille in der Nähe. Ja, aber... Können wir die nicht irgendwie aus der Ferne platt machen? Komm, ich probier's einfach mal so. Gerettet, was ist das für ein Scheiß? Auf ihn mit Gewöhn! Na los. Ich würde gerne angreifen. Ja, gut. Gut. Ich baller da meine Machtfähigkeit an. Es funktioniert einfach nicht. Ja, Baudus Faust funktioniert immer. Glaube ich. Ah, da sind auch die nächsten Söldner. Ah, die haben Minen aufgestellt. Was für dreckige Säcke sind das denn? Ah, toll. Jetzt greifen sie uns natürlich wieder an. Ich würde sagen, wir schmeißen mal hier so einen Schalldetonator rein. Wir müssen auf die Minen aufpassen. Baudur, mach keinen Scheiß. Ist, na gut, jetzt ist die eine wenigstens... Oh, warte, Moment. Aufpassen. Explodiert. Nein, nicht entschärfen. Den da fertig machen. Yes. Gib ihn mal. Jawohl. Das wird uns nicht lange aufhalten. Beenden wir es. Ja, beenden wir es. Das wird uns nicht lange aufhalten. Geil, jetzt treffe ich einfach viel öfter. Cool. Ich warte, glaube ich, doch lieber auf die ultra-zweinige Waffentalent. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Bevor wir mit zwei Waffen wirklich agieren. Eine Waffe reicht ja vollkommen aus momentan. Oh, da will ich nochmal die Energietürme, die diesen Energieschild aufbauen. Oh, hier ist ein Skelett mit einer Tasche. Ja. Nice. Credits. Super. Alles klar. Und da wir jetzt schon eine halbe Stunde hinter uns haben, würde ich sagen, beende ich hier den Part.
Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit Bao Duo hoffentlich die letzten Söldner plätten, die letzten Kennox plätten. Oh, da hinten stehen auch sogar noch ein paar Söldner schon. Und ja, was können wir sonst noch machen? Ja, in diese Itoriana-Basis einbrechen. Nein, nicht einbrechen, weil da warten sie wahrscheinlich schon auf uns. Und versuchen dann unser Schiff zu finden, ja. Wenn euch der Part dann wirklich gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Würde mich freuen. Ansonsten schreibt doch ein Kommentärchen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und Fangeortet. Scheiße, ja. Dann werde ich mal hier den Part beenden. Scheiße, schnell. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.